Worte sprach Gott zu ihnen, nachdem er sie am sechsten Tage erschaffen hatte. Und sie segnete. Nun ist der Tag gekommen, an dem er sich gegen seinen Schöpfer erhebt. Die Möglichkeit? Unglaublich! Er ist es wirklich! Gott selbst erschuf ihn seinerzeit als Mann. Er ist der Mann unter den Männern. Schließlich war er der Erste seines Geschlechts. Das Einzige, an das er glaubt, ist die Kraft seiner eigenen zwei Fäuste. Er ist ein großer Befürworter von Gewalt. Aufgrund der Strafe für den Sündenfall hasst er die Götter mehr als jeder andere in der Geschichte der Menschheit. Wer also, wenn nicht er, verdient es, den Göttern eine richtige Abreibung zu verpassen? Er ist der Urvater der Menschheit. Begrüßen Sie Adam! Oh, er ist eine echte Augenweide. Sauer. So.